Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule und ich möchte euch sehr herzlich aus dem Schloss Laxenburg begrüßen. Ich bin heute mit der Johanna unterwegs und wir haben jetzt für euch ein paar herbstliche Aufnahmen gemacht. Bei Gegenlichtporträt ist es besonders wichtig, dass ihr genau schaut, wo die Sonne steht, und je nachdem, wie viel Sonne aufs Bild kommt, kann das Foto überstrahlt werden, was manchmal sehr gut kommt, aber ihr müsst aufpassen, damit es nicht zu viel ist. Und sollte eure porträtierte Person zu dunkel werden, einfach die Belichtungskorrektur auf +1 drehen und dann habt ihr wieder ein korrekt belichtetes Bild. Das Abendlicht im Winter ist sehr weich, das heißt, das ist natürlich ideal auch zum Porträtfotografieren. Und wenn ihr ein offenblendiges Objektiv verwendet, habt ihr diese schönen Unschärfekreise im Hintergrund, die man auch Bokeh nennt. Das heißt, dann werden eure Porträts richtig top. Beim Porträtfotografieren verwende ich normalerweise die Blendenvorwahl und ich wähle eine möglichst kleine Blendenzahl. Das heißt, ich nehme 2,8, 4, 5,6, um wirklich einen schönen, unscharfen Hintergrund zu bekommen. Damit die Bilder richtig scharf sind, stellt ihr den Fokuspunkt auf das Auge. Und wenn ihr eine Gesichts- oder Augenerkennung habt, natürlich diese verwenden. Und dann ist es auch kein Problem, damit auch Porträts mit offener Blende richtig scharf werden. Wir werden jetzt noch einmal auf die weiße Wand beim Schloss Laxenburg hinter uns gehen und dort noch ein paar Porträts machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Fotos auch auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite postet. Hashtag Wiener Fotoschule. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren und schickt uns eure Bilder.